Wir haben schon ein paar Dates eigentlich. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Firma JP Performance GmbH. Man soll es kaum glauben, aber der heutige Tag soll der Tag werden, wo der Supra von einem Standzeug zu einem Fahrzeug werden soll. Dieses Auto ist bis jetzt die größte Kopfschmerzbaustelle überhaupt. Wir haben es im Video, glaube ich, nicht gezeigt, aber es ist wieder ein neuer Motor drin. Und zwar aus Zufall habe ich von dir einen Motor gekauft, glaube ich, eine Woche vorher. Ja. Für was anderes eigentlich. Und dann haben wir halt gesehen, dass die Kurbelwelle wieder am Wandern war. Da habe ich gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Wir haben jetzt einfach den serienmäßigen VVTi. Nee, ist ein VVTi. Ja, ist komplett VVTi. Haben wir jetzt einfach da reingebaut. Ohne Kolben, ohne Pleuel. Also klar, der Kolben und Pleuel, aber original. Und stimmen das jetzt ab. Und wenn das läuft, dann läuft das erstmal. Ja, klar. Dann fahren wir erstmal. Und mich kickt dieser Sachs-Umbau so. Bestimmt 40er Satz drauf oder so. Nee, nicht 30 Kubik Serie oder so. Wie, ehrlich? Nein. Aber ich glaube, das ist Christa, das ist ja von unserem Mitarbeiter. Und ich glaube, da ist schon so eine Sport-CDI drauf. Jetzt fährt das Ding 30. Auf jeden Fall abstimmen. Wir wollen gucken, safe. Was sagst du denn, was kann man aus dem 2OZ machen? Geil. Safe. Nein. Weil wenn wir safe sagen, dann ist es nachher. Ich hab keinen Bock mehr. Komm, ich weiß es ziemlich genau, ey. Wir haben so einen Traktorpuller gemacht, so einen kleinen 600 Kilo, hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Ja, hast du erzählt. Mit 2OZ, mit einem S. Ja, genau. Mit so einem S369 SXE. Also so ladertechnisch einen Tacken größer. Und der fährt 720 PS am Motorenprüfstand. Wirklich Motor, Power, ohne Ladeluftkühler, nur mit Wassermethanol-Einspritzung. Und 900 Newtonmeter auf dem Serienmotor. Komplett Serienmotor. Und die haben ja maximale Pleuelbelastung. Volles Fund. Weil dieses Traktor-Pulling ist ja wirklich Drehmoment. Das ist ja ohne Gangwechsel einfach machen. Ja. Und der ist jetzt die ganze Saison damit gefahren. Jetzt wollen wir den mal aufmachen. Aber alle Kolben sind noch drin. Pleuele sind noch drin. Krumm. Na, glaube ich nicht. Was gibt's denn Neues hier? Musik? Ja, Musik müssen wir leiser. Digga. Hast du die Fressmaschine laufen? Nee, Digga, ich hab mal. What? Hä? What? Ey, das wird was, das können wir machen. Das ist hier Liberty Walk Silhouette Kit. Das ist das erste Kit außerhalb von Japan. Da hat ein Kunde von mir, ein langjähriger Kunde, bestellt. Und ja, können wir filmen. Klar, kein Problem. Aber warte mal, was kostet das Kit denn? Boah, das ist richtig teuer. Ich glaube nicht, dass du einen 10er hast, ne? Ja. Dieser schwarz-rote Auto. Ja, genau. Es gibt nur 5 und die sind alle in Japan. Und das ist das erste Kit und dann hat der von Liberty Walk den Marcel angeschrieben, ob er denn nach Deutschland kommen könnte und so. Er könnte sich das gar nicht vorstellen, dass wir sowas bauen und die wollen ein Modellauto davon machen. Ja, das haben die in dem Liberty Walk selber. In Tokio war ich im Laden und die haben von fast allen Autos, Modellautos. Ja. Und dann habe ich eine Sache gesehen, wir können ein Foto reinmachen, das ist wirklich krass jetzt. Die haben Merchandise in dem Laden. Ja. Weißt du, was für ein Design die auf das Auto gemacht haben? Von dem Too Crazy GT86. Nee. Doch, die haben das einfach nachgemacht und auf ein Auto da drauf geknallt. Ach, krass. 1:1. Ach, krass. Also wenn du es siehst, weißt du, Das ist das Auto. Ja. Und dann habe ich ihm auch geschrieben, ne? Und dann kam nur Last Miles zurück. Geil. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das hier ziemlich wild, ne? Wie du siehst. Das ist ein GTT gewesen. Was hast du denn da vor? Da soll ein VR38 rein. Mit zwei riesen Turboladern unten, also nicht unten, oben. Irgendwie so rein, dass es da irgendwie alles reinpasst. Dann soll das irgendwie so 1500 machen. Also VR38, weißt du was ist, ne? GTR, Nissan GTR. Das ist R35 Motor. Ja. Ja. 1500 soll das machen, mit Transaxle? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ähnlich wie bei deinem Projekt mit einem sequenziellen Getriebe. Haben wir jetzt alle Maßnahmen. Genau das gleiche, was wir da, das kann ich ja alles dann nachher übernehmen. Als Heckantrieb? Ja, genau. Als Silhouette Kit Heckantrieb? Ja. Und dann muss einfach nur, es soll halt einfach nur richtig marschieren und total übertrieben sein. Wie viel Geld soll das denn bitte? Ja. Also ich will es mal tippen. Der Motor ist schon da, den gibt's schon. Also wir haben einen gestrokten Motor dafür. 4-1. Mit CNC-Köpfe, genau. CNC-Köpfe, 4-1er und dann mit 2x G35050 dran, dass man halt Power ohne Ende hat. Ja, da musst du ja, da musst du Samsung, da musst du ja irgendwas fahren. Genau. Das geht jetzt ja eh nicht. Ja. Und das ist hier draufgeklebt hier? Ja, ich weiß auch nicht. Geschraubt, glaube ich, von unten. Ach so, oder? Geschraubt. Das sieht Käfig ja total wild aus. Käfig ist auch. Genau. Also was ist denn von dir bis jetzt? Gar nichts. Wir machen nur die Technik. Okay. Also der Patrick, der macht die komplette Karosseriearbeit. Der hat auch das Auto beim Schäfchen gemacht. Und der macht das ultra gerne. Also, das ist genau so ein Ding. Der hat auch meinen Nissan GT-R von innen lackiert und so. Hat ich dir den gezeigt? Nee. Ja, kann ich gleich mal zeigen. Aber also wild. Wann soll das fertig sein? Also nächstes Jahr Essen Motorshow wäre so das Ziel.
ein Jahr jetzt gut noch. Komplett? Also, ja, lackiert. Ah. Motor gibt's, Trockensumpfschmierung gibt's, muss alles da, ne? Ja, geht sonst nicht tief genug rein, der Motor. Weil sonst ist der, wir hatten das alles drin mit dem Serienrumpf, Sumpf, und das baut so hoch auf, das kann man machen, aber dann passt mit dem Getriebe da unten nicht gescheit, das ist alles viel zu hoch. Und deswegen das haben wir... Sonas kommt aber, also du flanschst das an, ja. Das sitzt nicht vor der Glocke, ne? Das sitzt hier. Ja. Ne, weil die Welle oben, ja, okay. Räder, und dann ist der Ausgang, das, ja. ist nicht fluchtend. Ah, okay. Deswegen, ich glaube nicht, dass du das musst. Aber wir machen es auf jeden Fall, weil tiefer Motor, tiefer Schwerpunkt ist ja immer besser. Das Auto soll leider auch fahren. Guck mal. GTSD ohne Auspuff. Okay. Aber auch Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also dann stehen die ja nachher, stehen hier dann, da stehen ja dann nachher, wenn das so ein Getriebe bekommt und so ein Motor und umbauen, lackieren und machen, da stehen ja 200.000. Ja. Voll. Absolutes Einzelstück, ne? Voll. Ja, das ist so die amerikanische Power, ne? Digga, ich finde das ja mittlerweile richtig geil, ne? Guck mal, was man hier absolut nicht unterschätzen darf, ist die Arbeit, die da drin steckt. Ja? Das alles zusammenzubauen. Es ist so viel einfach. Wieso? Weil es einfach viel Teile sind. Ich schraubst da stundenlang dran rum und dann... Ich durfte im Werk damals von meiner Corvette Z06 den Motor selbst zusammenbauen und wir haben das so geil baukastmäßig gemacht. Der Motor ist zusammen in, ist gar nicht mehr genau, aber nicht viel Zeit. Ja, also aber der Rumpfmotor, oder? Oder alles dran? Alles. Alles dran. Also Kolbenpleu, das ist alles so Lego-mäßig. Ja. Aber hier ist einfach Wucht. Ja, du musst thermoisolieren oder Hitze abschieben nach oben, sonst schmilzen die ganzen Stecker hier von den Zündspulen. Deswegen machen wir hier so Bleche drauf. Mit den Serienkrümmern geht's, aber das sind diese Kooks-Krümmer. Ja, ja. Das klingt, ne? Richtig geil. Boah, das hat richtig Spaß. Ich bin mal mit so einem Setup, aber mit einem Ripple-Kompressor bin ich 2,8 Sekunden 0 auf 100 gefahren. Ja. In so einem Ding. Und hier, wer ist das nochmal? Anhänger guckt nochmal am Boden. Ja. Unfassbar. Und auf der Autobahn keine Gegner irgendwie. Wie viel Leistung soll das denn haben? 1000. Das macht moderat. Aber, das aber ganz moderat. Das moderat. Das macht 1000 PS. Der Motor ist gemacht, Kolbenpleuel. Ja, dann Ventilfedern, da kannst du 1500 machen. Ich weiß nicht, den Kompressor, diesen Magnusson, hatten wir noch nicht. Wir haben nur diesen Whipple-Kompressor-Kit genommen, aber den haben die irgendwie aus dem Programm genommen. Nicht ganz ohne Grund, weil wir hatten auch ziemlich viele Probleme mit den Whipple-Sachen. Undichtigkeit? Nee, die Mechanik hier drin. Ja. Liefen die nicht, dann war die Beschichtung ab. Nach 5000 Kilometer war dann die Beschichtung ab und so. Und das bei einem 12.000-Euro-Kompressor-Kit ist echt... Aber sowas müssen wir mal woanders reinschnallern. Das ist unfassbar viel Kraft, Power. Ne? Ohne Ende. Ich finde es in sowas schon cool. Ja, ja, zum Fahren so, aber stell dir mal das vor oder sechs vor. Ja. Ich sehe da gerade was ich eigentlich gerne auch mal, also ist das da zu verkaufen? Welches, was? Das da? Der Buggy? Ja. Ja, unterm Stemm. Ist das deiner? Bock drauf? Deiner? Nee, ist von einem Kollegen von mir. Ja. Ist ein Ford Pinto Motor drin. Ist das auch eine Einzelrosse? Nein, hat noch kein TÜV, gar nichts. Hat gar nichts? Gar nichts. Muss man alles umbauen. Also es ist ein Südafrika-Umbau und vorne, die haben in Südafrika, gibt es so eine Bude, der baut halt die Dinger für Südafrika. Aber so, sind cool. Also Käfig ist ultra sexy. Da musst du halt viel Zeit investieren, um das halt TÜV-tauglich zu machen. Ja, nee, dann nicht. Da bin ich auch mit weiter. Ja? Können wir nächstes Jahr, können wir da mal Gas geben. Wir haben den halt einmal von außen gemacht, komplett, und von innen. Und dann habe ich das so, siehst du? Welcher ist das? Ist das dann der alte von... Brauchst du Teile? Nee, ich habe extra, das liegt alles oben auf dem Haufen. Okay. Ich glaube, mehr baue ich da nämlich nicht ein. Alter, also, wie viel Käfig willst du denn haben? Ist das geil, oder? Ja, geil, oder? Ja. Was soll der hier bekommen? Ich habe einen 4,4 Liter Komplettmotor mit CNC-Köpfe und Billetgürtel und 1700 aber oder pass so. Auf, wir haben aber Straßensetup. Also soll alles Low-Mount, alles unten rein. Ja. Und dann... Weißt du, was das Ding ist? Eigentlich sind wir irgendwie ein Super, ich weiß, aber wir beide, das wird immer ein bisschen schwieriger. Ich finde, dass das ganze Spiel kaputt gemacht wurde vom R8. Weil, wenn ich das so höre, dann fühle ich das nicht mehr. Weil vor ein paar Jahren war das Potenzial für ganz krasse Sachen, aber das ist einfach nicht mehr da. Ja. Weil du hast so einen R8, haust einen Lader drauf, machst einen Motec dran,
Am Ende des Tages ist es billiger. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Billiger, es sieht auch ganz cool aus und das Ding rennt dich im Grund und Boden, da weißt du gar nicht, wo hinten ist. Bis 1300, ne? 1200, 1300 PS, ne? Sehr mal. Alles da drüber, ja, dann wird's teuer. Da musst du halt, dann wird's teuer und dann bist du vom Level her ähnlich, ne? Aber ja, mir aber, geht's halt... Digga, ich sag dir, wie so ein Flugfeld, ne? Ja. Ich sag dir, komm, mach 20 Starts. Ja. Dann guckst du mich schon so an und machst... Ja, das haben wir. Wir haben hier so ein Getriebe drin, da können wir auch 3000 fahren. So ein Dotson, komplett nee, alles nee, drin, nee, was nee. Die Jungs von T1 und so fahren. Ja, Wasser. Ich weiß, aber du weißt selbst, das kann trotzdem immer wieder schief gehen. Ne? Und bei diesem, ist halt eine Zicke. Genau, ist halt eine Zicke und das ist bei dem Audi-Ding nicht. Ja. Ist halt so ein deutsches, durchingeniertes Getriebe, ja, da gehst du in D. Zweiter Gang, genau. Musst du wechseln. Mehr nicht. Und dann Kupplungspaket mal zweiter. Genau, und dann kannst du Vollgas. Aber GTR ist halt immer noch GTR. Nicht voll. Voll geil. Sound aber ist geil. Wie viel Geld gut, dass du da hier rein? Das ist mein Projekt, das haben wir über Jahre gemacht. Aber so ein Ding kostet ja nachher auch eine Viertelmillion. Fertig. Mit allem Zeug. Weißt du selber, kennst du. Komm! Das habe ich noch nie von gehört. GTR, ne? Ja, ne. GTR-Kopfschmerz. Haben wir alle schon gehabt. Boah. Aber richtig. Hatte ich, glaube ich, haben wir den nicht. Was? Ja, haben wir schon. Bringt das wirklich was hier, die Ansaufolgen? Ich glaube auch nicht. Hast du die gemacht? Nee, das sind hier diese Taiwan-Jungs. Aber die passt nicht. Was kostet die denn? Das ist günstig. 900 oder so? 1000 Euro? Gefräst? Ja, ja, komplett. Aber die ist ein bisschen zu flach. Ich weiß nicht, ob die andere Ventildeckel haben. Da muss so ein Spacer drunter. Aber mir ging es darum, dass wir halt 12 Injektoren fahren können. Oh. Und ich eventuell hier andere Adapter selber fräsen kann für etwas andere Drosselklappe. Wie ist Litchfield? Das ist ein Litchfield-Motor. Den habe ich... Aus England. Ja, die sind halt dick im Geschäft, das Auto hat gebrannt. Und dann habe ich den Motor da von dem Verwerter gekauft. So, der war hinten, war das Auto nicht mehr da. Und davor, Motor und so, war alles noch heile. Da ist noch ein komisch, bisschen aber. Rost drauf. Hier hinten. Jo, krass. Ja, habe ich Glück gehabt, ne? Das ist ein Serienblock. Da sind ja so Capricorn-Kolben und so drin und Kellys Kurbelwelle, also wirklich so der... Ja, auch das Teil, ne? Ja, ja, genau, da war alles dran. Das Gründel, aber die haben halt Serienkopfschrauben reingemacht. Ja, kannst du nicht machen. Ne? Also bis 1000, 1200 PS fahren wir auch Serienschrauben, ne? Mhm. Wenn du jetzt Richtung 2000 willst, ne? Ja, diese Custom Age machst du dann. Ja. Aber ist das verrückt? Also wir kommen hier, sorry, wir sind gerade echt Blödsinn auf Stöckchen. Oh, der war hier... Guck, boah! Hast du mir jetzt ein paar Schritte schneller gegangen? Hat ich schon die Kamera angemacht und puh, hat er uns erwischt. Ja, die Kamera ging gerade noch vor uns Richtung Prüfstandsraum. Profi ist das. Bruder. Ach, die Arme, sind die wieder heile eigentlich? So in einem Monat darf ich wieder fahren. Ja? Ich habe mich auch leicht gemault, aber nicht so richtig. Ich hoffe nur, dass er erst Motorshow-Zeit gut übersteht. Ja. Ne? Und danach geht's weiter. Danach geht's wieder in den Krankenhaus. Wobei, nee. Skatehallenzeit ist immer gefährlich. Auch. Ich bin auf den Trail gefallen, aber egal. So, also, wir haben jetzt Serie, wir haben Kupplung, wir haben eigentlich alles Geile so, mit einem komplett serienmäßigen Motor. Jo. Mit aber jetzt Nockenwellenverstellung. Ja. So, das ist das, was wir haben. Nocken sind Serie. Was macht das für uns anders, dass wir jetzt die Verstellung haben und vorher nicht? Die Verstellung macht möglich, dass wir früher Drehmoment entwickeln, früher Leistung entwickeln können, ein geileres Ansprechverhalten haben. Aber wir müssen halt, ich habe ja keine Erfahrung mit, aber wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, so wie der Lader so reintrampelt. So. Ja, der Lader, der ist schon ziemlich fies vom Ansprechverhalten, ne? Da kommt schon richtig was, ne? Doch, wenn ich jetzt im Vergleich zum Motorraum gucke, gefällt mir der Motorraum aber besser. Ja, ne? Wir müssen ja, da fehlt ja jetzt noch diese VVTi-Abdeckung, ne? Die sind ja vorne ein bisschen anders. Ja, die haben sie Beule da. Genau. Da haben wir den weißen Stecker da mit den beiden grauen Kabeln, das haben wir jetzt gerade noch da schon. Und geht einfach rein, ne? Genau. Und dann kannst du den Kanal belegen und kannst ihm sagen, hey, mach was bei 4000 Drehung. Ja. Sagst du dem VVTi, also der Nockenwellenverstellung, nur mach was oder kann der auch regeln? Der kann den Winkel regeln. Ja, es ist so... Man gibt einen Referenzwinkel an, wenn der auf 0 ist. Den errechnet er über den Kurbelwellensensor und den Nockenwellensensor. Dann machen wir ein Offset, dass er quasi 0 ist. Mhm. Und dann kann man den antakten oben und dem quasi, ja, wieso, ist ja immer alles mit Pulsweite, ne, angetaktet. Und dann darüber sagen, hier, geh auf 20 Grad, dann guckst du, machst dann ein kleines Mapping auf dem Ding und dann stellt er es auf 20 Grad. 5 Volt, keine Ahnung. Ne, 12 Volt, eine Seite ist eine Spule und das andere ist dann Masse geschaltet, geht aufs Steuergerät. Okay, und dann kann der da dann... Genau. Okay, gut, dann... Easy. Sind wir startklar? Ich glaube, er macht dann noch den AUX 6, das Kabel neben rein und dann... Blip.
Ich habe den heute Morgen angestellt, also laufen tut der Motor. Da hatten wir ja letztes Mal, als die Schulklasse genau. da war, haben wir probiert, aber das ging alles, da war alles cool. Ich muss dazu sagen, was wirklich krass ist, ich bin dieses Auto noch nie gefahren und ganz normal zurückgekommen und habe abgestellt. Ne? Und wir haben das Auto seit, das kannst du keinem erzählen. Also. Dann hoffen wir, ich habe noch nichts gemacht. Ne? Also es ist noch, doch, haben wir wohl, ne? Ich war ja, ah ne, das ist mit dem anderen Motor gewesen. Ja, yeah, anderer Motor, gemacht. Aber das Auto schon. Und dann meinte er da, er muss da umziehen, ne? Muss raus, die Kurbelwelle. Ja. Tschüss. Tschüss. Da war da der Schwede, ne? Boah, die Fusch dran, keine ne? Ahnung. Unendlich viel Fusch. Also vor 5 Jahren haben wir mal einen Versuch gestartet? Ich sag 2019. Ah, hinkommen, ja. Ach, schlimm, ne? Mhm. Ja, aber hoffentlich endet das Thema. Und noch eine Sache war, wo wir da mal gefahren sind, habe ich mich wirklich ein bisschen erschrocken. Beim Schalten war das sehr laut, das Blow-Off oder was ich da gehört habe. Entweder ist so ein Stopfen aus der Spritzwand Richtung Steuergerät nicht wirklich drin, also hast du das Gefühl gehabt, wenn, oder? Sind wir beide, glaube ich, sind gefahren. Das kann doch nicht normal laut gewesen sein. Das war so krass. Hast du nicht gepfiffen? Nee, ja, aber beim Schalten war das Wusch, war mehr als ein Wusch. Du hast das Gefühl gehabt, der ist mein Schuh noch da? Stimmt, wir hatten den ja mal gemacht und dann seid ihr danach gefahren, habe ich auch im Video dann mal eben schnell verfolgt, ob das auch alles geklappt hat und da habe ich das auch gesehen, dass ihr so ziemlich schräg aus der Wäsche geguckt habt. Aber wir fahren auch richtig Booster drauf, EME2. Jetzt ne? nicht mehr. Auf dem Trecker fahren wir 2,3 Bar mit dem Riesenlader. Aber mit Ethanol, ne? Aber auch später, ne? Riesenlader später. Ja, 4,5 Vollboost. Oh. Also richtig, das, ich hätte auch nicht gedacht. Dann schickt er mir Videos, der hätte so Zündaussetzer. Pass auf. Das ist im Begrenzer gegangen. Also 500 PS wäre ich schon mal zufrieden. Ja, dann lass uns das doch gleich mal eben machen. Was kann der? Der kann 700. Hatten wir, glaube ich, ausgequetscht, ne? 46, ne? Nee, ja. Ja, waren nicht ganz 700, oder? Okay. Also wenn der 550 oder sowas macht und man einfach mal so fahren kann, ja. Fahren, dann wäre ich schon cool damit. Ne? Dann kann man ja dann darauf aufbauen, wenn der mal so öfter gefahren ist. Weil momentan habe ich wirklich so eine Phase, dass wir ganz viele alte Autos mit roter Nummer wirklich viel fahren. Also ja. Fahren. Wie jetzt heute. Und auch Fahrzeuge eigentlich. Ja. Yeah. Okay, dann AUX 6 rein und ab geht die Rutsche. Ne? Altmann Tune, macht man nur Scheiße. Wann hast du das letzte Mal einen 2JZ gehört mit so einem Lader, der so gut läuft, der nicht Serie war? Ja, hast du nicht mehr, wenn andere. Nee, Kolben, GE-Kolben, da klappert das Ding bis zum Umfallen beim Anmachen. Der läuft toll. Super. Jetzt müssen wir nochmal anmachen. Der hat schon 200 gelaufen. Achso, haben wir nicht gehört? Achso, sorry. Wie denn? Ich hab gedacht, du wärst schon dabei. Wir müssen doch einmal eben starten hier einmal. Ja, mach doch. Einmal, nee, mach mal. Sollen wir starten? Dass man einmal wirklich hört, wie gut das läuft. Oh, ah! Hast du? Oh, warte. Ja, irgendwie ist die Batterie seit 2019 da drin, oder? Auch wege Nocken und so, ne? Ich habe aber auch schon programmiert. Ja, aber komm, das läuft aber auch echt Sahneschnitte. Heute Morgen waren es ja 6 Grad. Ich bin extra um 7 Uhr angefangen, damit wir das hier alles durchstarten können. Und da habe ich ja einen Kaltstart schon ein bisschen gemacht. Geil, ne? Geil, ne? Geil. Ja, komm, dann fangen wir mal an mit 3 Bar, ne? Machen wir mal einen Klopf. Onkel dran? Ja. Und dann drehen wir auf, oder? Ja. Aber ich will einfach mal. Ich will einfach mal super fahren. Das ist immer geil. 500 reichen wir. Ich sehe uns gleich schon. 683. Ja, wir gucken mal. 685. Nein, wir gucken mal, wann er 500 macht. Wenn er sich gut anfühlt und er macht die super früh, ne? dann kann man ja. 700. Dann kann man auch 700 machen. Ist ja so. So geht das halt. Aber wenn er sich für die 500 schon einen zurechtquält und wir sind super spät und müssen die Wastegate gar nicht so aufschieben wie so ein Bilder, dann kann man auch Schluss machen. So sehe ich das. Bis gleich. Ey, hör auf. Was ein schönes Auto, ne? Also wirklich, wirklich schön. Also wenn wir den jetzt zum Laufen kriegen und dann einfach nur ein bisschen Leistung, dann müssen wir uns ja wirklich gut drum kümmern, dass er wirklich richtig geil wird. Weil das ist ein Traumauto. Oder? Eines der schönsten Autos, die ich kenne. Ja, ist wirklich so. Muss wirklich mal was loswerden, ne? Ich mache das jetzt schon so viele Jahre und habe so viele Leute kennengelernt, die Firmen haben oder irgendwo arbeiten. Aber der Philipp ist wirklich ein besonderer Typ. Seine Breite des Wissens,
seine Art, seinen Spaß, es zu tun, es zu übermitteln. Also das ist ein ganz besonderer Typ, muss ich wirklich sagen. Also das ist echt geil. Also ich arbeite unheimlich gerne mit ihm zusammen. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Wenn ich das so sage, dann meine ich es auch wirklich so. Er ist also besonders heftig gegen den Schrank gelaufen, aber das ist cool. Es wirkt, der ist so, und er achtet schon drauf, wenn die Kamera da ist, dass er nicht alles immer erzählt. Aber wenn er immer so erzählt ohne Kamera, der ist ganz, ganz schlimm. Ist hier so laut, ne? Der ist so schlimm. Also du musst dir vorstellen, der ist hier so. Da ist er richtig fest vorgerannt. Jeden Morgen. Also er hat wirklich einen Schatten. Aber einfach ein grandioser Typ. Echt. Also muss ich einmal so loswerden. Nein, kannst du dich noch erinnern? Die hat extra mehr Federn in das Racegate gemacht. Auf 1,8 Bar oder so. Das ist dann mein Racegate-Dosendruck. Also können wir gar nicht weniger Leistung machen jetzt. Du musst das Boot abkönnen. Herr Kaloe! Deswegen, wir haben schon auch. Also wir haben bei unter 5000 Drehungen haben wir jetzt schon 469 PS. Das ist schade. Wir können ja einfach... Wir drehen bis 5. Genau, wir drehen ja einfach nur bis 5. Weil das Ding ist, Flo, guck mal. Die Musik kommt ja jetzt erst, weißt du? Das heißt, dieses kleine Stückchen von hier, ne, bis da drehen, macht jetzt viel. Also wenn wir bei 5000 Drehzahlbegrenzer machen würden, sind wir nah an der Leistung, die ich wollte. Ja, ja. Aber 600 macht er easy mit. Da lacht er. Ja, weiß ich. Mach weiter jetzt. Mach weiter. Aber 1,8 ist viel. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie viel 1,8 ist. Halt nicht so gut ans Wastegate dran, weil wenn ich den Irren jetzt machen lasse. Und das war der Abfahrbildung. Da kommt halt nicht so gut ans Wastegate dran. Also das klang gerade echt nach sehr viel Hass sehr früh. 1,7. Und du bist rausgegangen. Ja, ich glaube, bleib bei 1,7 stehen. Nee, du bist ja drehzahlmäßig. Ja, aber ich wollte gucken, wo Wastegate aufgeht. 1,7. Geht auf. Ja, ist gut. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir jetzt 1,7 machen, so wie der jetzt ist. Machen wir 6,15. Nee. Wie viel willst du denn drehen? 7,2 oder 7,4. Ach so, ja okay. Ich dachte gerade, du willst irgendwie 7,5, 7,8. Ah, wir gucken mal, oder? Sollen wir einmal nochmal Kurve gucken? Ich habe mal Zündung ein bisschen rausgenommen. Das ist auf jeden Fall gut, weil wenn der Zündung rausnimmt, dann ist das Drehmoment ein bisschen unter Kontrolle. Ja. So, hier, guck mal, das siehst du ganz toll, dass wir schon hier Zündzeit kommt zurück. Klopfen wir hier schon mal an. Das ist Radleistung. Ernsthaft? 500 ist Rad. Das sind 570 mit 750 Newtonmeter. Und guck mal hier, wo der hier, das ist die Startrampe. Das ist unsere Startrampe, Flo. Du warst, wir sind eher für Springen, weißt du? Dieser Kicker hier, ne? Au! Ja, da geht's richtig ab. Warte mal. Entspann dich. Gute Laune. Ja, voll. Also es geht auf. Sagst du, bist du sicher, dass es aufgeht? Ja. Okay. Ich glaub schon. Dann machen wir jetzt mal 7000 Drehungen, ja? Wir machen jetzt mal 6. Ja, bei 6 sind wir dann ist ja schon richtig. Wir müssen ja noch 2-3 Puls machen. Die muss ja noch aushalten. Damit das Video nicht vorbei ist. Keine Sorgen, 800 Newtonmeter ist gar kein Thema. Sicher? Ja. Lass mal machen. Wie viel Drehmoment ist denn? Auf dem Trecker fahren wir 2,3 Bar mit Ethanol, mit 25 Grad Drehmoment. Da sind 950 Newtonmeter. Das ist nicht weit. 200 haben wir in der Luft. Ja, komm jetzt. Guthaben. 200 Guthaben. Wir haben 200 Newtonmeter Guthaben. Komm, wir machen mal auf 100, 6000 und auf 100 Guthaben. Mach wie viel Zündung ist denn? Jetzt? 20 Grad oder so noch. Bisschen drunter, wir drehen ja noch nicht. Nee, stopp, 15. 20 ganz hoch. Ja, ja, wir machen mal. Okay. Ich mach doch 2-3 Pulse. Ja,
war Trigger-Error oder so. Muss ich mal eben prüfen. Trigger-Error, glaube ich. Jenseits von Klopfgrenze und wir haben auch noch kein VVT benutzt. Also wir können jetzt gucken, dass wir das früher mal einmal mit 30 Grad VVT unten reingehen und gucken, wie dann der Lader unten anspricht. Was ist denn das hier? Das ist nur Ölstandsensor. Da hat der Akens, glaube ich, nicht den richtigen gehabt oder so. Das ist Ölstand. Aber Öl ist drin, ne? Öl ist drin, sonst ist rote Lampe. Gelbe ist Ölstand. Wenn alles normal wäre. Okay, aber der wäre auch nicht so weit gekommen. 700, guck mal, 800 Newtonmeter mit 700 PS. Ist doch gar nicht so schlecht. Nee, das stimmt. Und wir sind halt drehzahlmäßig, finde ich, immer noch für einen Supra human. Ja. Weil Supras können gerne auch drehen, wenn die gemacht sind, 9. Ja. Oder 8. Ja. 8 ist so. Aber der Lader kommt halt ziemlich früh. Und wenn man hier, ich weiß nicht, 700, da ist die Boostkurve. Ist ja jetzt, RaceGate ist nicht angetaktet. 1,7 bar Boost haben wir da bei 5.500 Umdrehungen und bei am Begrenzer sind es 1,65 über. Also bleibt er da einfach stehen. Genau. Und dieser Verlust, dass der Abgasgegendruck, der ja gegen den Kolben wirkt, der schiebt das halt ein bisschen mit auf, deswegen fällt es ab. Und die Turbine könnte sein, dass er da oben nicht genug fördert. Ne? Also der Unterschied zu dem gemachten Motor, der fällt hier gar nicht auf. Nee, gar nicht. Gar nicht. Weil der Lader so klein ist, dass er eigentlich perfekt ist für den Serienmotor. Ne? Guck mal, der macht 700 mit 1,6, 1,7 bar Boost. Das ist schon nicht schlecht. Ja, komm, also... Vielleicht, also zieh mal 2% Leistung ab. 2 musst du abziehen. Das ist die reelle Leistung. Okay, also ich würd vorschlagen, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. 500 PS wäre ich schon mal zufrieden. Aber nur Drehzahl. Also Ladung, wir können jetzt antakten, können Ladung explodieren lassen. Machen wir aber nicht. Ja, dann könnt ihr mal gucken, ob noch mehr Power kommt. Ja, aber wir hatten ja... Ja, ein paar Jahre reicht ja. Ich meine, wir sind ja schon 200 drüber, über deinem Ziel. Dafür mit dem Lader? Müssen wir jetzt mal eine kleine Taktung da drauf geben und gucken, ob er was kommt. Ob man nochmal 0,1 mehr machen kann oben. Ich hab's dir gerade gesagt vor 10 was Minuten. Was hast du gesagt? Dass ich weiß, wie es endet. Also, ich sag dir, der Lader kann, wenn man jetzt komplett dumm dreht, ne? Komplett dumm, mit Stopfen, allem drum und dran, auf dem Serienkopf, sag ich dir, dass der Lader 820. So viel? Noch 120 stecken da drin. Meinst du? Wenn wir jetzt, 2,7 bar, 2,6 bar, den jetzt komplett des Todes ausquetschen. Aber nicht mit dem Sprit. Da müssen wir Ethanol drauf machen. Jetzt geht's schon wieder los. Machen wir ja nicht. Also mit E85 oder E70 oder E60 gebe ich dir recht. Kriegen wir einen 100er, dann kommen wir über 800. Aber auf Bengtzeng jetzt hier... Willst du denn jetzt sagen, wie viel Prozent sind wir am Limit jetzt? Wir sind ja gerade erst angefangen, das ist ja der dritte Lauf. Ich glaube, wir sind bei 70%. Ja, komm. Ja? Ja, komm, dann machen wir. Ja! Wir drehen jetzt aus und dann machen wir mal Zündung drauf. Ein bisschen Tacken mehr Boost. Und wenn Zündung, dann bei Zündung mache ich immer so. Ah. Ja, genau, deswegen ist alles safe mit Zündung. Ladedruck, okay. Zündung muss immer gut mit Ladedruck im Einklang stehen. Wie Yin und Yang. Yin und Yang. Zündung und Boost. Einfach aufs Maul, Alter. Ladedruck und Zündung muss im Einklang sein. Mit Yin und Yang. We'll be right back.
22 Newtonmeter. Okay, von Anfang. Für den Serienmotor auf jeden Fall geil, ja. So schlecht ist nicht, ne? Ist echt geil. Ich hab, also das waren 2 Grad Zündung mehr bei gleichem Boost, bei 1,65 immer noch. Und dann hatte der 20 PS mehr, aber mit mehr Zündung kam auch die Klopfneigung. Also sind es eher 700 safe in der Richtung, vielleicht 680. Soll ich 2 Grad wieder rausnehmen? Habe ich schon. Und deswegen hatte ich da auch abgebrochen, ne? Ja, okay, gut. Dann, was ist denn, wenn, die Map ist ja nur eine Map, ne? Ja. Ja. Und wenn man aus dem Gas geht, dass da irgendwie so Flammen und so sind? Ein bisschen. Aus dem Gas gehen. Nur aus dem Gas gehen, ne? Also kein Pöm-Pöm-Pöm, sondern über Sprit nur, ne? Ja. Ja, dann müssen wir irgendwie so eine Initiativzündung haben, damit... Ja, da kann ich ja so mit dem Gas so einfach so... Ich schäme mal B58, B58, aber wenn du so ein bisschen den Altersbonus draufrechnest, muss man echt sagen, ist so ein 2JZ auch immer noch auch Boss. Geile, was ich im 2JZ und am RB auch so geil, die Drehfreudigkeit, ne? Das ist halt so, boah. Warum ist das so krass anders? Weil ein B58 würde nicht so hochdrehen, ne? Dieses, auch wenn du einfach nur hochdrehst ohne Gang drin, einfach nur boom, ja. Das hat eine Power, das ist unglaublich. Ja, aber du hast ja beim B58 auch viel kleinere Kolben und einen höheren Hub. Also stimmt. Wir haben ja den geringen Hub. Die Meter, und, ne? Und den 86er Bohrung halt, ne? Das hat näher an einem Rennmotor. Genau. Mhm. Und ein RB noch näher, weil da hast du ja gefühlt, ich weiß nicht, müsste man sich mal, ich habe ja Kurbelwellen hier im liegen. Im Vergleich, ne? Die ist, das ist gar nichts, ne? Die sieht also aus wie ein Screenstock. Ja, die ist halt nur so, wir haben ja früher immer nur RBs gebaut und dann denkst du, das ist der Standard. Aber dann siehst du andere mit einem viel höheren Hub, Kolbengeschwindigkeiten jenseits von Gut und Böse, ne? Hast du ja so durch einen höheren Hub. Aber das ist halt schon, deswegen dreht das halt auch. Deswegen kannst du ein RB oder auch so ein 2er Z mal eben 9000. Kann man sagen, wenn der, beide Motoren drehen 7000 und der Hub ist doppelt so lang, ist die Geschwindigkeit die doppelte? Nee, die errechnet sich ja irgendwie. Ja? Ja, über die. Aber was meinst du, wenn ich jetzt den doppelten, gleiche Motordrehzahl, aber doppelte Hubweg? Nee. Also die Formel kenne ich nicht auswendig, aber der ist ja über einen Umfang berechnet. Stimmt, weil er die ja die Beschleunigung. Und du musst ja auch die Beschleunigung sehen. Ne? Also die Kolbenbeschleunigung ist ja ein riesengroßes Thema dabei. Ja. Was ich beim Jahres so krass finde, wusstest du das? Die Kurbelwelle ist außermittig von der Bohrung, von der Zylinderbohrung. In Richtung, Fahrtrichtung, oder? Nee, in die Richtung, wo die Kraft eingeleitet wird, in die Kurbelwelle. Logisch. Geil, oder? Das ist aber Pleuel, bei den anderen Motoren... Dass das Pleuel quasi die Kraft nicht aufnimmt im Versatz. Genau, sondern gerade nach unten. Sondern, dass er sie gerade aufnimmt. Das ist klug. Das ist klug, ey. Ja, das sagt die. Oh, die kleine Bühne. Und er ist mehr so ein Beifahrer in seinem eigenen Leben, ne? Wani, ja. Der ist doch schon 11. Ja, der hat einfach keinen Bock mehr. Alter, wann fahren wir denn nach Hause? Ja. Was wir eben noch mal zeigen wollten, ach so, ja, genau. Ist der Prozess, wenn man jetzt diese Flammen machen will, was ist, ich glaube, manche denken einfach, das ist einfach, weil der Motor das einfach macht, weil er heiß ist, aber man kann das ja komplett künstlich provozieren. Genau, dafür muss man sich mal, das ist so ein VE-Table, den haben wir gerade programmiert, der ist jetzt nicht schön sauber, der funktionierte aber, haben wir ja gesehen. Und hier oben errechnet der Motor halt über die Ladung
halt die Pulsweite für die Einspritzdüsen. Und hier unten wollen wir halt, dass die Düsen auch offen sind. Und dann erhöht man hier unten einfach dieses Kennfeld, damit er dann da halt auch weiter einspritzt. Was er nicht tut normalerweise. Genau. Ja, damit das sauber läuft, brauchen wir da halt gar keinen Sprit am besten. Nee. Und damit das Ganze zündet, machen wir hier, ich mach den mal hier auf, die Zündung, habe ich jetzt minus 60 Grad gemacht. Ne? Also das dann weit nach OT in den Auslasser, damit er einmal fetzt. Ne? Von der Logik? Weit nach oberen Todpunkt dann. Ja. Ja. Also das Ventil steht ja offen. Und wir wollen diesen Zündbefehl, weil wir haben ja kurz davor, oder währenddessen lassen wir ja auch Sprit laufen. Wenn wir nur den Sprit laufen lassen, kann das auch gehen. Ich mag das, wenn der Auspuff so heiß ist, dass sich das natürlich entzündet. Dann ist auch ein anderes Geräusch. Dann entsteht dieses... Dann kommt das so. Wenn du das so machst, dann hörst du wirklich den Befehl aus dem Brennraum, von der Kerze. Der zündet quasi durch das Ventil kurz so, macht er das. Also sonst entzündet sich einfach nur der Kraftstoff und der brennt und das andere ist quasi die Explosion. Sonst meinst du im normalen Fahrbetrieb? Nee, wenn wir jetzt nur, wenn wir nur bei Sprit machen. Dann muss ja auch so falsch knochen heiß sein. Ja, ja, genau. Und damit sich es jetzt zündet. Also wenn du in dem Setup abends fährst oder so und da richtig mal Gas drauf hast, das ist halt schwierig am Prüfstand, da musst du voll in die Bremse, damit der Lader und alles glüht und dass der dann automatisch, und dann darfst du auch nicht zu fett sein. Zu viel Gemisch entzündet sich auch nicht, ne? Und wenn du das Ventil jetzt offen stehst, kommt Luft rein und du machst eine Brennraumzündung und das ist das, was dann... Genau, und dann zündet der mit dem... Okay, ja doch, verstehe. Mit der Zündung in den Auspuff. Eigentlich auch zünden würde, wenn das Ventil eigentlich zusteht. Aber wir kriegen halt die minus 60. Mhm. Ja, leider können wir ihm hier nicht sagen, der soll nur 2-3 Mal zünden, bis er dann Feuer hat und dann soll der aufhören und wieder normal zünden. Sondern deswegen hast du halt diese Pops and Bangs bei den meisten. Weil überall ist es dann in Minus programmiert, ne? Und das ist auch schon nicht jeder. Weil wenn man überlegt, wenn man dann hört, bam, 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 bam. Das ist nicht das, was die Kerze macht. Die Kerze macht ganz andere Radale. Ja. Wenn du das bei 6000 Umdrehungen machst, das Steuergerät ist ja nicht so klug, sondern das weiß einfach eigentlich, Nix. Haben wir jetzt 6000 Umdrehungen. Ja. Das heißt, das ist mein Rhythmus, den ich hier gerade abfeuern muss. Ne? Das ist der programmierte Rhythmus vom Dirigenten. Ja, also okay. Geht's ab. 700 PS Serienmotor. Ich bin gerade ein bisschen am Grübeln. Wir hatten die Thematik ja aufgrund der Kupplung. Die 40, da kann meine Oma mit einem kaputten Bein mitfahren. Dann sind wir zufrieden. Das würde ich ja gerne mal machen, du. Meine Oma? Ja, die hatte so eine Saxonette, die willst du nicht im Auto sitzen. Die hat keinen Führerschein. Also ich würde sagen, wir sind so auf einem halbwegs guten Weg, dass das Ding auch weiter lebt. Ja. Halbwegs. Ja, wir haben also ja gerade schon reingetreten und so auch Bremse 5000, 6000 haben wir gerade gemacht, wo wir versucht haben, nochmal Feuer zu machen. Und das ist noch heile. Aber viel Ladung hast du gegen die Bremse nicht gemacht. Volles Pfund, 1,8. Hat man nicht gehört. Ja, schön sauber. Was mir auch aufgefallen ist, dass er sehr viel Ladungstemperatur erzeugt. Ja. Der Ladungskühler, der ist ja wirklich riesig und der funktioniert auch echt krass, aber der Ladungskühler ist schon warm. Ja, das ist doch gut. Nee, er bleibt auf beiden Seiten warm. Ja. Ach so, das ist schlecht. Ja, also man entweder der Lüfter, also man denkt so, da muss ja was kommen, aber ey, da kommt ganz schön Ladungstemperatur. Auf der Straße ist das, ja, ist auch schon was anderes. Ne? Ne? Schon, ja. Okay, wir können uns hier um Kopf und Kragen reden. Also wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Wir sprechen uns Montag oder morgen. Und wir haben auch noch ein paar Dates. Weil ja, der weiß noch gar nichts von seinem Glück. Das ist geil.